uns gerade mitten in der Stadt und haben nicht auf einer der Youth Area gepennt, sondern auf einem Freecamp. Das ist echt geil, weil die Stadt Geraldton hat hier, da sieht man ja, so einen riesen Parkplatz zur Verfügung gestellt, wo man halt einen Tag oder 24 Stunden lang stehen kann. Also man kann hier dann auch pennen. Hat hier einfach alles, also hier kannst du dein Wasser auffüllen. Und direkt nebenan ist eine Day-Use-Area, wo du halt auf Toilette gehen kannst. Das ist ein Spielplatz. Da sind sogar überall Sitzmöglichkeiten, da kannst du Strom aufladen. Hast von der Stadt aus freies WLAN, also eigentlich alles, was man braucht, außer heiße Duschen. Und zu den heißen Duschen werden wir jetzt gleich fahren. Die sind ungefähr einen Kilometer von hier entfernt, also morgen. Also auf jeden Fall hat man alles, was man hier braucht. Und das ist schon echt geil. Also wir werden wahrscheinlich nicht für einen Tag hier bleiben, sondern ein bisschen länger hier stehen bleiben. Guckt euch mal an, was für ein fettes Teil neben uns geparkt hat. Ich drehe mal kurz die Kamera. Also Wahnsinn, ey, was ist das für ein geiles Ding. Also wir sehen schon richtig oft so richtig fette Landcruiser, die umgebaut wurden und hinten ein Wohnmobil dran haben. Aber das Teil ist mega. Also es sieht richtig geil aus. Heute zeigen wir euch nicht, wie wir mit eintauchen gehen oder in irgendeinen Nationalpark fahren, sondern zeigen euch mal, was wir den ganzen Tag machen, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Stadt sind und halt unsere Drohne aufladen müssen oder duschen müssen. Also wir zeigen euch einfach mal einen ganz normalen, stinklangweiligen Alltag, damit ihr sowas auch mal seht. Also wir werden jetzt erstmal zu den Duschen fahren. Also wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die duschen wollen. Die Duschen sind besetzt und hier warten auch schon andere Backpacker. Ich zeige euch mal kurz unsere riesen Kulturtasche. Also wir haben eine riesen IKEA-Tüte. Da sind unter anderem halt unsere Kulturbeutel drin und Mundspülung ist da drin, dann halt unsere Reiseapotheke, also ein Kram, Handtücher, Duschgel und so. Und die nehmen wir halt immer mit zum Duschen. Und ihr seht ja gerade auch Marie im Hintergrund. Marie trainiert jetzt gerade noch. Ich werde jetzt auch gleich irgendwo Liegestützfeuer noch machen und versuchen ja auch irgendwo Klimmzüge zu machen, damit man wenigstens noch etwas in Form bleibt. So sehen die Duschen jetzt von außen aus. Gucken wir mal rein. Also sieht in Ordnung aus, ne? Kann man sich jetzt nicht beklagen. Ich meine, es ist umsonst. Ich habe jetzt gerade auch mal die Dusche getestet. Kommt nicht allzu viel Wasser raus. Ist allerdings warm und man kann selber einstellen, wie heiß man es haben möchte. Deswegen, man kann sich eigentlich nie beklagen, wenn man warme Duschen umsonst irgendwo findet. Egal wie dreckig es ist oder wie wenig Wasser rauskommt, sollte man sich nie beklagen. Ich meine, es ist umsonst besser als irgendwo kalt zu duschen oder gar nicht zu duschen. Ich habe jetzt frisch geduscht. Marie muss jetzt leider noch warten, bis die Duschen wieder frei sind. Und in der Zeit werde ich jetzt auf der Behindertentoilette, werde ich da halt unser Geschirr abwaschen gehen. Weil da gibt es zum Glück auch warmes Wasser und mit warmem Wasser Geschirr abzuwaschen ist wesentlich besser als mit kaltem Wasser. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit und waschen halt alles ab. Also danach müssen wir heute noch zu einer Autowerkstatt, also zu einem Electrical, weil unsere zwei Zigarettenanzünder beide nicht funktionieren, obwohl die Sicherungen gewechselt wurden. Und wir sind halt auf den Strom beim Fahren angewiesen, also um halt unsere Handys aufzuladen und nicht nur die Handys, die Kamera etc. Und deswegen muss das repariert werden. Und dann haben wir noch vorne ein Problem mit unserem linken Reifen. Da geht halt immer nach 1, 2, 3 Tagen geht die Luft raus. Und dann hat er halt fast gar keine Luft mehr drauf. Und da müssen wir dann halt auch nochmal in die Werkstatt. Ich bin jetzt auch endlich mal frisch geduscht. Also an der Dusche war echt die Hölle los, weil es halt eine einzige kostenfreie Dusche hier gibt. Und da fahren natürlich alle Backpacker hin. Ja, und jetzt frühstücken wir noch was. Und dann geht's ab in die Werkstatt. Also hinter mir könnt ihr die Day-Use Area sehen, die ist halt direkt neben dem Campingplatz. Und hier vorne ist auch direkt ein Strand. Wir waren jetzt gerade in der Werkstatt, waren einmal beim Electrical. Der hat unsere Zigarettenanzünder wieder heile gemacht. Waren irgendwie doch die Sicherung. Also es waren ein paar versteckte Sicherungen, das war uns jetzt auch scheißegal, wir haben dafür $10 nur bezahlt. Er hat das repariert und die Zigarettenanzünder funktionieren wieder. Also das waren uns auf jeden Fall die $10 wert. Wir waren danach noch bei einem Reifenspezialisten und die haben halt herausgefunden, dass unser Reifen ein Loch hatte. Und damit sind wir jetzt schon einfach 6000 Kilometer oder so gefahren. Ja, das war jetzt auch nicht so schlimm, die haben das jetzt gepflegt. Das hat jetzt nochmal $32 gekostet, also echt nicht so viel, wie wir erwartet hätten. Sind darüber ziemlich froh.
und sind jetzt danach zur Laundry gefahren. Wir müssen jetzt unsere Wäsche waschen, weil wir in ein paar Tagen weiter wollen und wer weiß, ob es da nochmal Laundrys gibt und wir brauchen halt saubere Wäsche, ne? Deswegen machen wir das heute alles und das zeigen wir euch jetzt auch nochmal gleich ganz kurz. Hier überall in Australien gibt es auch diese Wasserspender. Da kann man halt das Wasser draus trinken und das Wasser schmeckt in Ordnung, also es ist umsonst. Und wenn man kurz mal Durst hat, dann ist das halt ziemlich gut. Die meisten haben sicherlich schon mal eine Laundry gesehen. Ist jetzt nichts Besonderes. Ein Wäschegang, weiß nicht, dauert vielleicht 30 Minuten. Hat jetzt 4 Dollar gekostet. Und ich habe gerade die Sachen in den Trockner reingeschmissen. Da mussten wir halt 2 Dollar für 16 Minuten bezahlen. Und ich denke mal, wir werden das zweimal nutzen. Also insgesamt 8 Dollar für einen kompletten Wäschegang. Ist jetzt in Ordnung, könnte auch billiger sein, aber ist es in Ordnung. Gerade Mittag gegessen, also zu Mittag gibt es ja bei uns immer Erdnussbutter-Sandwiches und würde normalerweise jetzt in die Library gehen. Bei der Library muss man allerdings fürs Parken bezahlen, wenn man länger als 15 Minuten da steht. Und da man hier Strom und WLAN hat, chillen wir jetzt lieber in der Sonne und laden halt unsere Sachen auf. Marie holt gerade noch die Powerbanks, die müssen geladen werden. Wir müssen noch die Kameras geladen werden. Die Drohne haben wir gestern geladen. Also man sieht, wir sind halt auf Strom angewiesen. Ach ja, und unsere Zahnbürste muss ja natürlich auch mal wieder geladen werden. Ja, in der Zeit machen wir dann halt immer, also ich schneide dann öfters Videos. Wir müssen jetzt auch die Route planen, die wir jetzt die nächsten Tage fahren werden. Also wir chillen hier gerade immer noch. Marie glättet sich auch gerade die Haare. Und überall hier sind diese Strombuchsen. Sind hier einfach überall, wenn man hier auch rechts zum Spielplatz guckt. Ich schneide hier gerade Videos und wir chillen hier einfach gerade die ganze Zeit und hören Musik. Also echt ganz geil. Und jetzt gleich kochen wir uns hier noch was zu essen. Wir werden uns wahrscheinlich Zucchini-Nudeln machen und dann werden wir heute Abend noch Serien gucken und dann war es das auch schon. Also da links neben uns steht ein Van und jedes Mal, wenn wir in Van sind, besteht die Wahrscheinlichkeit zu 90%, dass das Franzosen sind. Und eine Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass die Rasterlocken haben. Also wirklich, jeden Franzosen, den wir hier sehen, hat jeder Rasterlocken. Und einen Van. Also ich habe gerade die ganzen Sachen aus dem Auto geholt und wir werden jetzt gleich uns was kochen. Und richtig komisch, als ich zum Auto gegangen bin, hat mich die Franzosin angesprochen. Ich hatte sie zuerst nicht verstanden. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich Weed verkaufe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so aussehe wie ein Drogendealer, aber... Keine Ahnung, also wir haben auf jeden Fall keins dabei gehabt. Sonst immer. Zufällig, Mann. Hat sie leider Pech gehabt, ne? Also richtig komisch. Also wir werden uns jetzt was kochen. Auch uns hier erstmal in Geraldton aufhalten ist, weil es die letzte größere Stadt ist, bevor wir jetzt nach Broome oder bis nach Davenhof fahren. Und die Stadt hat halt alles. Die hat einen Coles, die hat einen Woolworths, die hat sogar einen Target. IGA logischerweise. Das ist ja überall hier in Western Australia. Und wir können hier auch sehr günstig tanken. Für 1,08 Dollar können wir hier tanken. Also es wird wahrscheinlich der günstigste Spritpreis sein, den wir jetzt bisher in Australien hatten. So, im Hintergrund von mir hier kochen wir gerade noch fleißig, essen gleich noch was, weil wir, ich glaube, das letzte Mal um 1 oder sowas gegessen haben und jetzt ist schon 18 Uhr. Ja, und damit endet der Tag für uns heute auch und wir werden dann nur noch ins Bett gehen, ein paar Serien gucken, so wie immer. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!